Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Ali, das ist Shio640 und wir gehen heute mal wieder auf ein Meet. Heute in Heilbronn von Turkish Delight. Der ein oder andere kennt die Gruppe, ich glaube, die sind sogar bei 12.000 Followern auf Instagram. Richtig coole Dudes. Die machen, ich glaube, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr ein Riesen-Meet bei einem VW-Autohaus. Richtig cool. Und da gehen wir jetzt hin. Wir sind jetzt auch gleich da. Wir laufen an AMG vorbei, die nicht mehr so viel AMG-mäßig dastehen haben. Ab und zu hat man Glück und da steht der GT3 von denen da. Jetzt halt mal leider nicht. Ich sehe schon vor mir. Dann sage ich mal bis gleich. So, wir sehen es schon. Hier geht's los. Die Tanke haben sie auch schon übernommen. Man sieht schon so den Style. Also es ist sehr, sehr viel Deutsch hier. Und ja, die Highlights stehen dann drin, aber hier draußen stehen schon sehr, sehr viele geile Sachen. Hier sieht man den R8 zum Beispiel. Den BMW haben wir schon gesehen beim letzten Meet. M3 und wir sind noch nicht mal drin. Das ist immer cool. Der R8 ist geil. Einfach alles schwarz. Also das mit den... Ja. Ein Baba M3. Fitment on point. Ich finde die E46 sowieso immer geil. Wir sehen schon, Luft ist hier ziemlich gutes Thema. Hier haben wir halt mal einen. Hier haben wir den M3. Und hier, wenn man den Blick guckt. Also Fitment ist halt echt gut. Für Luft, das ist echt geil. Vielleicht war der Fett, aber ich weiß, das ist keine Ride-Height, aber ja. Hier haben wir auch nochmal. Ich weiß gerade nicht, was für ein Auto das ist. Toyota, ist das Aristo Chaser? Und hier noch einmal den Extrem. Kranker Shit. Und noch einer auf Luft. Ich verschaffe mal einen kleinen Überblick. Ich komme mit dem Kinderwagen leider noch nicht rein. Und alleine würde ich die auch nicht lassen. Aber hier mal so auf der draußen stehen. Und jetzt kommen wir zu den Classics. Das ist der Grund, warum ich eigentlich hier den Ort so mag. Wenn man mal guckt. Ja, hier haben schon was JDM-isches gespottet. 233. Dann haben wir hier einen alten Benz. Käfer auf Luft. Geht auch immer. Eine neue Generation ist es noch. Wieder Luft. Also das Motto ist heute Luft. Das müsste, glaube ich, die 190e sein. Dann geht's weiter mit TT. Guckt euch mal. Okay. Ich glaube, den hat er aber safe jetzt nur eingebaut, oder? Dass man damit rumfahren könnte. Bezweifle ich stark. GT3 S, ich weiß nicht, ob ihr mich hört wegen der Musik. Mal in einem Silber. Ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe heißt, aber davon werde ich versuchen, Safe-Filler zu machen. Und hier gerade so Gegenteil davon, ein 964. Ist euer New School für euch oder eher Old School? Und noch eine 8 da hinten. Dieselbe Generation wie die andere. Also den haben wir letztes Jahr hier gesehen. Wir haben gerade mit unserem Evo Wagon Kollegen, zu dem laufen wir gleich wieder, zumindest zu unserem Auto, bestimmt eine Stunde geredet. Wir machen mal hier weiter. Ein bisschen Classic, auf Luft. Ist der Luft bestimmt. Den kennen wir auch, haben wir letztens schon mal gesehen. Ist auch nochmal richtig cool. Den R8 habe ich euch ja gezeigt hier auf Luft. R8 hat immer so einen Softspot in meinem Herz. Dreh mal das Bild an. Einfach mal so. Hier haben wir noch ein R8. Wow, also heute ist R8 Day, würde ich sagen. Gehen wir auch mal wieder ein bisschen in die Knie. Einmal mal kurz den Wagen auf euch einwirken lassen. Ich finde die Akzente mit dem Gelb richtig cool, wie man es hier sehen kann. Was gibt es da noch? Ah, von innen hat er auch schöne Akzente. Ein Schalter. Das ist cool. Und V10, also V10 Schalter. Da sieht man halt noch ziemlich viel von dem. Im Gegensatz zu dem neuen, der ist schon alles schon wieder tot gebaut. Da sieht man gar nichts mehr. Und noch ein schönes Grün. Oh, ich liebe das, wenn das so lecker. Und hier vorne ein Jetta nochmal auf Luft und einen 3 nebenbei. Okay, ich weiß nicht, was für ein 3. Aber Whitebody.
mal hier, den müsst ihr auf euch einwirken lassen. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Ist ja cool, wenn es den mit Kennzeichen geben würde, ne? Das müsste, ich weiß nicht, Dreier, wie heißen die Cabrios davon? E9, E2, ne, E93, glaube ich. Auch auf Luft. Und E36 Coupé. Von dem Schweller her würde ich sagen M. Weil die ja so getwistet sind. Geil. Egal, ob es M ist oder nicht. Und apropos M3, E30 M3. Warum ich die so feier? Guckt euch mal diese Backenhead an. Sieht jetzt nicht krass aus, aber ihr müsst mal überlegen. Für die Zeit damals. Und nochmal einen geliehen. Schon cool. Wenn ich sowas sehe, erinnert mich das an meinen A7. Okay, meiner war eigentlich im Ansatz so, meiner war komplett gestoppt. Aber A7 hat Luft mit diesen Felgen. Mit dieser Lippe, Junge, ich will meinen wieder zurückhaben. War das ein geiles Ding einfach. Und hier ein RS4. Ja, Luft wird es einfach nur sein Fitment gut. Und sein Fitness wäre dann perfekt. Und hier ist unser Evo Wagon. Ich finde es auch so geil. Ich habe gerade mit dem wirklich über, ich weiß nicht wie lange, aber ewig gelabert. Einfach nur ein schönes Ding. Evos allgemein sind geil. Und dann noch als Camel Wagon. Maria, wir brauchen sowas für uns. Und natürlich als Rechtslenker, der Karo Pole Position, die coolen Shifter. Ich film mal gleich rein. Hier seht ihr es, schon cool. Wer Interesse hat, gerne folgen. Er ist ein echt cooler Dude, also mit dem könnt ihr echt gut arbeiten.